Hallo alle zusammen und willkommen zurück zum neuen Part von Delicious Emily's Holiday Season. In der letzten Folge hatten wir ein katastrophales Familienessen. Oder beziehungsweise mit der Familie und mit Freunden, und irgendwie ist das alles ein bisschen in die Hose gegangen und anschließend wurden wir aus dem Hotel geschmissen. Aber aus einem unbekannten Grund, ehrlich gesagt, aber also uns nicht bekannten Grund. Oh mein Gott! Und Franco hat schließlich alles aufgegessen? Eventuell? Fragezeichen? Tut mir leid wegen gestern Abend, das war nur ein Missverständnis. Ich habe das mit der Schließung des Hotels schon wieder in Ordnung gebracht. Aber trotzdem, es wäre schön, wenn wir ein bisschen mehr einnehmen würden. Ich weiß ja nicht, aber das war doch gestern sehr viel ordentlicher, als ich gegangen bin. Was? Was ist denn? Okay, ich muss mich noch um einige Dinge kümmern. Pass auf, ich gehe dir hier zur Hand. Es ist echt nett von dir, aber die schlimmsten Sachen sollten wir unbedingt zu zweit angehen. Okay. Ich würde gerne vorher irgendwie Hühnchen reinhauen, danke. Ich muss jetzt auch noch warten, bis er hier antanzt. Das ist ja richtig schräg. Der Sound dazu. Susi will ein Hühnchen. So. Und dann noch das hier. Und das Hühnchen ist fertig. Und dann putzen wir auch gleich weiter. Ich hab vergessen, in den Shop zu gucken, aber egal. Jetzt kommt auch noch der Postbote. Jetzt könnt ihr euch mal entscheiden hier. Achso, Entschuldigung, sie will den Schlüssel. So, so, so. Sie will diese komische Rolle hier. Dann haue ich da gleich auf den Postkasten. Postkasten? Ein Hühnchen in den Ofen. Und da ist Iggy. So, die wollen den Kuchen und einen Spieß. Bitteschön. Bitte schön. Die Suppe kocht über. Und mein Hühnchen ist verkokelt. Toll. Neues Hühnchen rein. Einmal Kuchen mit einem Wein. Der Postbote ist wieder da. Das ist sicher ein DHL-Fahrer. So, einmal das, einmal das, einmal das, einmal das, einmal das, einmal das. Wow. Das mach, das mach. Das Hühnchen ist fertig, ich krieg Post, ich pack das dahin. So. Meine Güte, genau, wenn ich den Tisch anfangen will zu putzen. So, aber jetzt. Der Paul kommt aber auch immer erst dann, wenn ich schon dort stehe und schon angefangen habe. So, die möchte das. Die möchten Spare Ribs haben. Aber hier ist auch alles so richtig verteilt, ja? Das ist keine richtige Küche. Das ist irgendwas, wenn ich ehrlich bin. Weil für eine Küche muss ich ja nicht nach hinten rennen zum Ofen und dann wieder nach vorne, dann wieder nach links. Zweimal einen Kuchen. Dann putze ich das dabei alleine. Bin schon fertig, du brauchst gar nicht mehr kommen. So, dieses Problem wäre damit beseitigt. Keine Sorge, in ein paar Tagen haben sich bestimmt alle wieder beruhigt. Nett, dass du das sagst. Was ist denn jetzt? Achso, ich dachte, es ist gerade was runtergefallen. Spiel, bitte. Häng dich nicht auf. So, mal das und das und dann wollen sie Spare Ribs. Oh, ich habe so lange keine Spare Ribs mehr gegessen. Der Postbote ist schon wieder da. Achso, ich habe ja gesagt, das ist der DHL-Fahrer. Vertauscht die beiden ja auch immer wieder. So. Ich bin mal gespannt, ob wir es heute tatsächlich schaffen, dass wir drei Levels in einem Part hinkriegen und nicht nur eins. Ich meine zwei. Wäre nämlich ziemlich cool. Ich habe vergessen, dass der jetzt putzt für mich.
Wäre nämlich ziemlich super eigentlich. Aber ich glaube, das ist nur Wunschdenken von mir. Weil die Level haben ja eine bestimmte Länge tatsächlich und die Gespräche auch noch dazu. Die möchten Schlüssel haben. Das dachte ich schon, ich habe den Schlüssel nicht gegeben, aber ich habe mir doch den Schlüssel gegeben. Hatten wir die Maus schon? Ich denke schon, oder? Ich denke schon, dass wir sie hatten. Wie sie erstmal so hingehen, dann rauf und wieder runter. Jetzt ist schon wieder der DHL-Fahrer da. Geh doch weg! Meine Güte! Belegen wir ein Paket und einen Brief haben? Nein, ich krieg einen Schlüssel. Danke. Das kann ich gleich wieder putzen. Ja, ist okay. Ich wollte gerade Franco sagen. Ich glaube, ich habe irgendwann Franco François genannt. So, einmal Hühnchen, einmal das und zweimal die Spare Ribs. So. Ich bin schon gespannt, was hier alles noch so passieren wird. Die gibt mir sicher einen Schlüssel, dachte ich mir. Geld-Kombo-König. Yeah, ich habe eine Trophy erhalten. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Trophy-Hunter. Es gibt die Leute, die hunten das. Also, die sind so richtig. Sie müssen alle Trophäen 100%, also alle Trophäen im Spiel haben. Auch wenn es nicht die 100% sind, aber sie wollen alle Trophäen haben. Ich bin gar nicht so ein Mensch. Ich meine, ich habe bis jetzt nur ein einziges Spiel, wo ich fast 100% habe. Aber das dauert auch noch 20 Jahre. Was macht ihr denn immer noch hier? Wir arbeiten, aber. Es gibt kein Problem. Ich habe das Geld hier. Das reicht zwar nur für ein paar Tage, aber bis dahin haben wir wieder mehr Geld. Na gut. Hören sich alle bei mir gleich an. Es ist alles erledigt. Ich werde euch die Sache morgen erklären. Da bin ich aber mal gespannt auf so eine Erklärung. So. Dann kann ich ja wieder mal, hier. Ich wollte nicht in den Trophäenshop gehen. Ja, ist okay. Wir haben erhalten. 3 Kombos in Folge erzielt. Am Ende jemanden wählen. Alle Trophäen gesammelt, okay. Nur 10 Aktionen vorausplanen? Wie denn das? Eine Bestellung sind jetzt 2 Produkte schon ausgearbeitet auf dem Tablet haben. Und das kriegt man locker hin. So, ich würde gerne aber bitte die Duftkerze kaufen, damit Emily ein bisschen flotter hier startet. So. Also, mein Vater ist ziemlich einflussreich. Pass auf, ich gehe dir hier zur Hand. Versucht habe ich das natürlich, aber seine Messlatte liegt extrem hoch. Also so, du hast dieses Hotel also mit einem Kredit gekauft, um ihn damit zu beeindrucken. Aber ohne dabei zu ahnen, dass dieses Hotel bereits tief in den Miesen steckt, richtig? Naja, fast richtig. Von dem Minus wusste ich schon, aber ich dachte, ich könnte das Ruder herumreißen. Mit dem auch, wie dem auch sei, unterm Strich bleibt es dasselbe. Oh, Antonio kommt. Wir müssen Geld verdienen und zwar schnell. Emily fällt bestimmt was ein, das war schon immer so. Danke, Franco. Das setzt mich jetzt überhaupt nicht unter Druck oder so. Hey, du hast mir doch auch geholfen, mein Geschäft zu retten. Wechseln wir das Thema. Heute kommen möglicherweise ein paar der Leute von deiner Feier vorbei. Du solltest mit ihnen sprechen, die meisten haben sich inzwischen wieder beruhigt. Meine Güte, ich kann nicht mehr lesen. So. Gucken wir mal, was jetzt so passiert noch. Habe ich irgendeine Spezialaufgabe? Nee, ich habe Duftkerzen. Gut. Dann machen wir jetzt einfach mal ein Hühnchen. Ah, gut, die Tische haben sie weiter nach links geschoben. Ich dachte mir, irgendwas wird das sein, aber anscheinend doch nicht. Die gibt mir einen Schlüssel. Langsam wird es der Raum schön weihnachtlich, finde ich. Ein bisschen Duftkerzen mit dem Christbaum. Okay, mehr ist im Moment nicht. So, perfekt. Ah, auf den einzelnen Tischen sind auch Duftkerzen, aber kann es sein, dass das gar kein so richtiger Tisch ist, sondern irgendwie dieser DHL-Fahrer schon wieder da. Hat ja nichts zu tun, der DHL-Fahrer. Dass sie mir da ein Postbote-Spiel spielt. So.
Okay, jetzt ist Emily echt flott, muss ich schon sagen. Es gefällt mir schon, dass sie so flott ist. So, der kriegt seinen Brief, nachdem ich das hier gemacht habe. Bitteschön. So, ich würde vielleicht noch ein Hühnchen reinlegen, weil wir können ja insgesamt 12 haben, wie wir schon im letzten Part erfahren haben. Jetzt kommt Betty. Hallo, Betty. Nein, mein Hühnchen verbrennt. Meine Güte. Es tut mir echt leid, dass ich deine Feiern vermasselt habe. Machst du Scherze? Die Feier wäre ohnehin den Bach runtergegangen. Trotzdem, ich habe mich echt dämlich angestellt. Elvis war gar nicht an deiner Schwester interessiert. Er hat nur herumgealbert. Nur bin ich mit seinem Alberei nicht wirklich klargekommen. Schon gut. Außerdem ist das... Es ist doch schön zu wissen, dass Elvis nur dich liebt, oder? Ja, das stimmt wohl. So, okay. Ich glaube, es war. Ich dachte schon, das wäre das zweite Mal gewesen, dass ich das Hühnchen angespritzt habe. Aber es ist jetzt das zweite Mal. Oh nein, ich muss schnell das Hühnchen rausnehmen, weil sonst verkugelt es. So, die Suppe geht über. Was mit dieser Suppe habe ich nicht verstanden. Zum Glück haben sie das in späteren Emily-Teilen tatsächlich aus dem Spiel entfernt, weil ich fand das ziemlich nervig hier am Anfang. Jetzt ist der DHL-Fahrer schon wieder da. Geh weg! Und die Maus. Da! Was, wir müssen 2200 schaffen? Wie sollen wir das denn hinkriegen? Das ist fix noch ein Event dahinter. Hundertprozentig. Ansonsten kann ich mir das echt nicht erklären. So, ein Hühnchen. Und das, du willst einen Brief haben. Unsere Eltern. Lass mich erstmal abcashen, dann gehe ich zu meinen Eltern. So. Hallo? Emily. Emily, deine Mutter hat dir etwas zu sagen. Evelyn? Es tut mir leid. Ich hätte die Sache nicht auch so aufbauschen sollen. Und? Trotzdem denke ich nach wie vor, du sollst dir einen Freund zulegen. Der Vater Facebound. Nimm dir mal deine Schwester als Beispiel. Sie hat zwar zurzeit auch keinen Freund, aber... Mit ihren Ex-Freunden könnte man bequemer einen Zwergstaat füllen. Einen Zwergstaat füllen? Genau. Was ich meine... Nein, ach, du weißt schon, was ich meine. Das könnte mein Vater sein. Nein, ich hätte... Ach, egal. Nein, das war das Falsche. Sie will die Spare Ribs haben, so. Spiel. Danke. Hänge nicht. Aber wisst ihr, was super ist? Aus irgendeinem Grund... funktioniert mein Spiel, also beziehungsweise mein Aufnahmeprogramm, so richtig angenehm. Es sagt nicht mehr, ihre CPU ist überlastet. So, Spare Ribs. So. Was mache ich denn? Als ist der DHL-Fahrer schon wieder da. So. Vielleicht sollte ich abkassieren, ich Dödel. Die will den Wein und... Was will denn sie jetzt schon wieder? Ja? Tut mir leid, Emily. Du bist meine große Schwester und warst immer so bodenständig. Und ich kann eben gut Spaß haben. Und da sagst du mir, dass das falsch sei? Schon gut, mir tut's auch leid. Und übrigens, ich weiß auch, wie man Spaß hat. Natürlich. Ja, du kriegst hier den Schlüssel. Keine Sorge. So, einmal die Bohnen und Preiselbeeren. Das ist richtig angenehm, wenn Emily so... Ich nehme jetzt einfach hier mal die Zeitung mit. Keine Ahnung. Gummi? Ist ja irgendwie klar, dass ich Spare Ribs haben will. Ich weiß nicht, wem ich jetzt die Zeitung gegeben habe, aber okay. Achso, da steht jemand. Den habe ich gerade komplett ignoriert. Entschuldigung, habt ihr nie gesehen. Siehst
der DHL-Fahrer schon wieder da? So. So, das und zweimal Kuchen. Kuchen ist nicht so gesund, meine Damen. Weil da sind ziemlich viele Fette drin, also ganz viel Glucose und führt zu Adipositas, ja. Zu Adipositas. Der will den Brief haben, da nimmt den Brief und kauft den. So. Nein, ich habe es falsch gedrückt. Ich will den Spieß haben. So, sehr schön. So, dann nehmen wir die Zeitung mal hier wieder. Da tust du putzen. Und jetzt hätte ich es gebrauchen können. Jetzt ist der DHL-Fahrer schon wieder da. Das gibt's ja nicht. Was ist denn hier los? So viele DHL-Fahrer auf einmal. Das ist ein Wahnsinn. Nochmal noch eine Zeitung. Wenn wir die schon haben, können wir sie auch verwenden. So, putz mal hier. Dann einen Kuchen und einen Wein. Wie viele Punkte haben wir denn schon? Puh, das wird knapp. Das wird knapp. Obwohl, es geht sich aus. Das sieht so seltsam aus, wenn sie geht. Nein, den Kuchen nehme ich noch bevor. So. Yeah, wir haben die Expertenpunkte. Das heißt Experten. Warum sagt ihr immer perfekt? So, einen Kuchen und einen Spieß. Ihr könnt euch auch den Spieß. Oh, der ist ja schon wieder da. Danke für den Schlüssel. Jetzt habe ich davon. Oh, Entschuldigung, sie wollen zahlen. Will jetzt irgendwann mal wieder ein Hühnchen haben? Jetzt habe ich extra so viel Hühnchen gemacht und keiner will das blöde Hühnchen essen. So, die Zeitung gebe ich auch noch irgendwem. Die Kinder sind sicher fertig, genau. Sie wollen es aber ein Hühnchen. Kommen Sie. Hühnchen, gratis Hühnchen. Das ist nicht mehr gratis. Wiedersehen. Einen wunderschönen schneigen Tag noch. Ich glaube, schneeig ist kein Wort, aber egal. Mann, ich würde doch so gerne ein Level machen. Aber irgendwie geht sich das leider nicht mehr aus. Schade. Obwohl, wollen wir noch ein Level machen? Komm, wir machen noch ein Level. Huch, leggy leg leg. Irgendwas Neues gekriegt. Ich habe vergessen, wieder in den Shop zu gehen. Nicht du Möchchen. Egal. Machen wir einfach wieder ein Hühnchen. Und heute ist, ich nehme mal an, kein spezieller Tag, weil keine Story oder so passiert ist. So. Dann mal das Hühnchen anspritzen. Mit irgendeiner. Mit irgendeiner Füllung oder so. Oder mit einer Soße. So. Kannst du gleich nochmal reingeben. Ein zweites Hühnchen, damit wir 12 Hühnchen haben. Und dann passt. Jetzt kommt der DHL-Bote schon wieder. Meine Güte. Ich würde gerne einen Entertainer haben, aber ich glaube, das gibt es nicht, oder? Finde ich schade. Ich fand ihn so richtig lustig im dritten Teil. Hat mir manchmal den Arsch gerettet, tatsächlich. So, das Hühnchen. Fertig. Zweimal Hühnchen. Dann durch bezahlen und dann wollen wir zweimal das hier haben. Was ist denn jetzt denn? Hallo? Nein? Ach, Richard, verpiesel dich. Hey, Em. Wie geht's meiner Lieblingsmitarbeiterin? Gut, aber ich habe ziemlich viel zu tun und nenn mich nicht Em. Oh, war ja dicke Luft, was? Aber Frank nennt dich doch auch dauernd so. Naja, das stimmt manchmal, aber... Kann ich bitte... Hallo? Kein Aber, als Strafe dafür klaue jetzt deine Glocke. Die brauche ich aber, Richard. Pech, dann musst du mich eben fangen. Du bist ein echter Kindskopf. Du nennst es Kindskopf. Ich sage Spaß dazu. Eine Frage des Standpunkts, würde ich sagen. Na los, komm schon. Du hast nicht den ganzen Tag Zeit. Darf ich vielleicht erstmal mein Essen hier fertig machen? Du Dummi. Da, nimm deinen blöden Schlüssel. So richtig unnötig. Sind wir jetzt hier im Kindergarten oder wie? Fast. Ja, ich gebe dir gleich fast. Ich habe dich doch schon gefangen.
Eine Suppe geht über. Ich dachte, du hättest es fast geschafft. Bist du ein Dödel? Ich habe hier Leute zum Bedienen. Ich habe keine Zeit, hier durch die Gegend zu laufen, wie ein kleines Kind hier. Ja, irgendwas ist gerade verbrannt. Ich hoffe, das war knapp. Ja, du bist gleich knapp. So, ich fange jetzt aber mal erstmal die Maus. So, jetzt kommt auch schon der DHL-Bote wieder. Meine Güte, erwischt! Schon, aber wenn du die Glocke erwischt, kostet das einen Kuss. Du bekommst keinen Kuss, niemals. Och, irgendwann bestimmt noch. Hier, gibst du, die Jagd durchs Restaurant hat Spaß gemacht. Bis später. Och, was für ein Kindskopf. Ja, ich gebe dir gleich So, dann wollen wir ein Rippchen, dann wollen wir einen Kuchen. Paul macht das. Ich will immer Franco sagen, weil ich gewohnt bin. Ich glaube, dass Franco uns geholfen hat damals. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe hier im Laden. So, was brauchst du zu haben, Kleine? Ein Spieß. Aber ich glaube, es ist tatsächlich Wein, weil die Kinder bestellen den nie. Nur die Erwachsenen. Also wird es vermutlich Wein sein. Danke für den Schlüssel. Ach, hört doch auf, hier Rippchen zu bestellen. Bestellt doch lieber Hühnchen. Oder bestellt lieber kein Hühnchen, weil es ist mehr mit mehr Arbeit verbunden. Ich würde gerne einen Entertainer haben, aber irgendwie kriege ich keinen. Was ich schade finde. Aber okay. Aber wir haben den Tag auch gleich hinter uns. Doch, Mann, die wollen wieder Rippchen. Das. Mit ihrem blöden Rippchen. So, bitteschön. Super, geht gleich wieder über. Genau. So. Einmal Spirits und das hier. So, einen Schlüssel. Der DHL-Boot ist wieder da, meine Güte. Ich würde gerne mal eine Vierer-Kombo irgendwie hinkriegen, aber ich denke mal, das Spiel möchte das nicht. Die lassen sich volllaufen. Bitte schön, mit Preiselbeeren dazu. So, einmal das und das. Ich glaube, es wird tatsächlich gar nichts mehr. Der gibt mir sicher. Der will sicher den Brief haben. Sag ich ja. So, dann das und das. So. Oh, das ist schon fertig. Ah, Mann! Dann Spare Ribs und dann den Kuchen. Wieso habe ich jetzt einen Schlüssel hier drinnen? Nein, die Suppe ist übergegangen. Ist der DHL-Boot auch wieder da? Die Suppe dauert so noch zu 20. Ach man, hör doch auf zu putzen. Emily, bitte. So, wieder schön. Einen schönen Tag noch wünsche ich. Kommt hier noch ein Gespräch, oder? Nein? Gar nicht? Okay. Gar nichts, okay. Na gut. Aber bevor ich jetzt hier den Part beende, gehen wir noch in den Shop hinein. Und wir gönnen uns das und das hier. Und dann haben wir, glaube ich, hier schon alles bis auf den Kleiderbügel. Gut. Dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part von Emily, und wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.